Oldenburg ist für mich Potenzial. Oldenburg bedeutet für mich, dass hier noch ganz viel zu holen ist und wir ganz viel coole Sachen zusammen machen können. Von Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich mir, dass sie ihre Ideen äußern und keine Hemmschwelle haben, was das angeht. Ich bin Pia. Ich bin 34 Jahre alt und ich arbeite bei Raum auf Zeit. Das ist ein Projekt von der Stadt Oldenburg in Kooperation mit der Polygenos. Hier gerade sind wir in den Räumlichkeiten der Polygenos-Genossenschaft. Und Meisterkultur. Die drei haben sich zusammengetan und haben quasi das Projekt Raum auf Zeit. Und Raum auf Zeit steht für Leerstandsnutzung, vorrangig in der Innenstadt in Oldenburg, aber auch im Stadtgebiet. Dass einfach leere Räume von uns angefragt werden und dann an Kunst- und Kulturschaffende vermittelt werden, damit die da einfach sich mal ausprobieren können und zum Beispiel in der Innenstadt nicht einen Raum für 3.000 Euro mieten können, sondern nur für die Nebenkosten. Das ist mega cool, weil die Ideen, die hier eingehen, das ist unglaublich. Das geht halt von einer Elektro-Techno-Party bis hin zu einem Filmfestival, einem neuen, also über Kunstinstallationen und Theater auf Inszenierungen, die total crazy sind. Also wir haben Pläne, und zwar haben wir das Thema Placemaking. Das bedeutet quasi, mit der Stadtgesellschaft zusammen Orte zu schaffen, die halt gerade so florierend sind wie in Großstädten. Also, dass da halt wirklich jeder miteinander leben kann und jede Idee quasi neben der anderen existieren darf, auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel. Vor allen Dingen während Corona, es ploppen gerade so viele Kunst- und Kulturinitiativen und Clubkulturinitiativen aus dem Boden hier. Das ist mega cool. Es gibt fast jedes Wochenende irgendeine neue Party oder jeden Monat ein neues Festivalformat. Sei es Kunst und Kultur oder halt wirklich ein Techno-Festival. Wir haben ja seit letztem Jahr ein neues Techno-Festival im Alten Klärwerk, was auch eine Zwischennutzung ist, was mega cool ist. Und letztes Jahr war da ein Line-Up. Es war unglaublich, und dass die Oldenburgerinnen und Oldenburger dann plötzlich irgendwie merken, okay, krass, wir können auch mithalten, das ist halt mega cool, ne? Darum geht's im Endeffekt. Dass man nicht ständig irgendwie ein paar hundert Kilometer fahren muss, um irgendwie mal was Cooles zu sehen, sondern dass auch hier sein darf und kann. Ich hoffe, Oldenburg ist in 3 bis 5 Jahren bestückt mit noch viel mehr Subkultur, dass viel mehr Raum für junge Kreative da ist als jetzt. Und am allerwichtigsten finde ich eigentlich, dass egal wer eine Idee hat, die kreativ ist, dass die Gehör findet und dann die Menschen, die kreativ in dieser Stadt arbeiten, sich auch verbinden und miteinander halt eine noch kreativere Stadt schaffen. Das wäre cool. Also für Oldenburg, das würde ich Oldenburg wünschen, dass halt mehr Diversität einfach stattfinden darf, dass mehr Menschen miteinander leben. Also so wie halt in Großstädten wie Berlin oder Hamburg, wo halt die Clubkultur neben Rentnerinnen lebt. Für mich zeichnet Oldenburg am meisten aus die Prägung, die ich mit Oldenburg habe. Und zwar bin ich in einem Oldenburg aufgewachsen, wo es super viel Subkultur gab. Sogar größere Städte von Oldenburg berichtet haben über eine total florierende Subkultur. Und das ist einfach seit 10 Jahren tot. Und dieser Spirit, der ist noch da, und den will ich wiedersehen.